in the blue corner, from the USA, Dan Fry! Willkommen zurück bei Videogems. Willkommen zurück zu Einfach drauf los. Ja, zu einem Spiel, das ich schon mal gestreamt hatte. Aber ich dachte, ey, ich mache da mal ein richtiges Video zu, kein Video-Gems-Video, weil ehrlich gesagt, ich finde es nicht so gut, aber zumindest interessant. Und ja, man kann es mal vorstellen so. Genau, ja. Deswegen gibt es dann einfach drauf los. Und zwar gibt es heute Pride GP Grand Prix 2003 von Capcom. Das wurde nicht direkt bei Capcom entwickelt, da stand eben die Firma Dream Stage, meine ich mich zu erinnern. Und es ist eins der, ja, kann man sagen, beliebten Mixed Martial Arts Spiele, die es so gibt. Ich erinnere mich, das erste, das ich gesehen und gespielt habe, und ich glaube, das war auch eines der ersten, wenn nicht sogar das erste, war UFC für Dreamcast, also Ultimate Fighting Championship für Dreamcast. Das fand ich zumindest damals nicht gut. Ja, das war so überhaupt nicht die Art von Spiel für mich, ne? Und meiner Meinung nach wurden die Spiele auch nicht unbedingt besser. Immer wenn ich mal eins probiert habe, nee, das ist nicht so mein Fall. Dann habe ich aber von einer japanischen Liga gehört, und zwar den Pride Fighting Championships. Die gibt es allerdings nicht mehr. Die gab es von 97 bis 2000. Und daraus entwickelte sich, glaube ich, eine andere, keine Ahnung, ich kenne mich da auch nicht aus. Und darauf bin ich gekommen durch einen MMA-Kämpfer in einem Godzilla-Film. Kenner werden wahrscheinlich wissen, wen ich meine. Ich meine Don Fry in Godzilla Final Wars. Meiner Meinung nach immer noch der geilste Godzilla-Film, zumindest der geilste japanische. Da hat er halt den Westler da gespielt, den coolen Westler mit dem Captain sowieso, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der mit einem Katana rumrennt und Trenchcoat und irre geil. Also kann ich sowieso empfehlen, den Film, und Don Fry ist da echt große Klasse. Und ja, ein Kumpel hat mir erzählt, ja, der Typ ist MMA-Kämpfer und Wrestler. Und ich dachte, okay, wie kommt die darauf, den in einem Godzilla-Film zu nehmen? Der redet auch nicht japanisch im Film, glaube ich. Ich hatte nur Ausschnitte mal gesehen vom O-Ton, und der redet einfach straight Englisch durch. Die verstehen sich trotzdem. Egal. Jedenfalls, ja, von Don Fry zu Pride GP Grand Prix 2003. Und, ach komm, wir machen direkt mal einen Grand Prix hier. Und wenn ihr den gleich seht, Don Fry, weil natürlich spiele ich mit ihm, dann werdet ihr sagen, den kenne ich doch. Also hier, wir haben hier nicht nur, also in der Liga waren halt hier auch andere Amerikaner, Russen, ja, viele Brasilianer und so weiter und so fort. Und da ist er. Don Fry. Den kenne ich doch, ja. Der sieht aus wie Mike Hagger. Er hat auch in einem Final Fight Fanfilm Hagger gespielt. Super geil. Und liebes Capcom, ihr plant ja einen neuen Street Fighter Film. Ich habe keine Zweifel daran, dass der kacke wird. Entschuldigung. Aber falls ihr einen Final Fight Film macht, es gibt nur einen, der Mike Hagger spielen kann. Und den seht ihr da gerade, wie er Leute verprügelt. Boah, seht euch das an. Wie er den auf die Fresse haut. Ich bin kein Mixed Martial Arts Fan. Das ist mir zu viel Wrestling. Und ja. So, das ist mein Gegner, interessiert mich nicht. Ich wollte nur Don Fry in Action sehen. Nino Elvis Chembri oder was weiß ich. Don Fry wird übrigens auch The Predator genannt. Und übrigens, liebe Freunde da draußen, es heißt Predator, nicht Predator. Der Predator, der kommt zu früh zum Date, okay? Aber der Jäger, der Räuber, das ist der Predator. Vielen Dank. So,
Die Aufmachung ist, also ich finde die Aufmachung cool, aber technisch ist das Spiel nicht gut. Seht es euch an. Schlückchen trinken. Mit billigen Pappaufstellern als Publikum quasi. Die Character Models finde ich okay, aber da die Animationen alle gleich, steif. Es ist nicht so besonders. Das ist auch nicht immer schlimm. Ne? Ein Spiel kann ja trotzdem großen Spaß machen. Und es wirkt sich auch nicht unbedingt aufs Gameplay aus, wobei, also ja, ich finde es nicht gut. Es ist mir zu steif. Wahrscheinlich kapiere ich es auch nicht richtig. Es gibt im Internet, zumindest auf GameFAQs und sonstigen Seiten, keine Guides. Die Anleitung kann ich nicht lesen, weil Japanisch. Ich könnte mir die vielleicht mal durchs Handy übersetzen lassen, aber naja, was soll's. Entschuldigung. Es ist nicht meine Art von Spiel. Und ich habe, also wo ich es gestreamt habe, vielleicht so eine halbe Stunde, 40 Minuten gespielt. Fand's ganz witzig wegen Don Fry. Ja komm, will ich nicht sehen, ist mir egal. Aber wie gesagt, also wirklich gut, nee, also mir taugt es nicht so richtig, ne? Vielleicht, wenn die Animationen geiler wären, generell die Grafik, vielleicht ein bisschen, also ein bisschen mehr Spektakel. Ja, Regeln. Regeln, Schmägeln. So, komm her. Oh, jetzt hat er mich. Oder ich hab ihn. Ja, komm her. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ja, da habe ich ihn irgendwie im Reverse-Schwitzkasten gehabt, sozusagen. Soviel ich weiß, muss man die Gegner hier auch nicht pinnen wie im Wrestling. Es reicht wirklich, denen auf die Schnauze zu hauen, bis sie K.O. gehen. Das passiert meistens nicht. Meistens gibt es halt irgendeinen Wurf, also im Griff fällt man dann den Gegner und dann geht's mit der richtigen Kombination und dem falschen Konter ganz schnell. Das ist jetzt mein Gegner. Der hat aber auch lange Arme. Komm, ist mir egal. Ukraine, Igor. Und er hat Kickboxing. Ich find's geil, Don Fry, Wrestling. Fahr ich mit gut. Hab ich immer gemacht. Ich habe auch keine Ahnung, wie Specials gehen oder sowas. Es gibt auch keine richtigen Specials. Also nicht sowas, wie man, was man so als Special Move versteht, ne? Ich kann so ein Schlagkombo, links, rechts, links. Und dann so zwei Straight Kicks, weiß ich. Und das war's im Grunde. Blocken kann man, glaube ich, nicht so. Also man kann blocken, aber es funktioniert auch ein bisschen anders. Ich habe es auch noch nicht so richtig gerafft. Und ich glaube, es ist besser zu kontern oder sich einfach nicht treffen zu lassen. Oh. Don, steh auf! So. Hab ich dich, du Ratte. Zack. Einmal Schlagwirbel. Schön die Gesichtsknochen massiert. Aber wie gesagt, so richtig, richtig, was ich mache, keine Ahnung. Und Spaß, naja, Spaß kommt bedingt auf,
weil ich halt Don Fry cool finde. Und das schon, das Spiel schon, ich weiß nicht, ob es Trash ist, keine Ahnung. Gibt's Fans da draußen? Erstmal von MMA-Spielen, dann vielleicht sogar von diesem Pride-Quark hier oder vielleicht sogar von diesem Spiel, keine Ahnung. Wenn, schreibt mir bitte in die Kommentare. So, einen Kampf machen wir noch. Ich wollte das auch nicht allzu lange machen. Weil ehrlich gesagt verliere ich schnell die Lust. Ich wollte es mal zeigen. Grüße an iPlay Sega übrigens, der ja Videos über UFC für Dreamcast gemacht hat. Und da habe ich ihn, als wir mal miteinander gesprochen haben, von dem Spiel hier erzählt. Und ja, jetzt hast du es mal gesehen. Ach, diese Animation, Leute, echt, ey. Deswegen glaube ich nicht, dass es von Capcom intern entwickelt wurde. Die haben wahrscheinlich sich die Rechte gekauft und dann, ja, kein Zeit, kein Bock, das intern zu entwickeln. Machen wir mal ein Mika-Budget und geben das an, wie hießen die Typen, Dreamstage oder, ach, kein Peil. Oder intern bei Capcom mit noch einem kleineren Budget, ne? Das kann auch sein. Oh, boah. Nicht mit dem Commander. So, habt ihr das gesehen? Was für eine linke Socke, ey. Ich finde das geil, dass dieser Schlagwirbel ist unglaublich billig. Also, man macht die beiden rechten Angriffe, also rechter Kick, rechter Schlag gleichzeitig. Dann packt man so ein und zwingt ihn auf den Boden. Und dann drückt man halt die gleiche Kombination nochmal. Und dann macht Don Fry halt diese... Die halten sich nicht mal an den Händen. Sieht das scheiße aus. ja, und dann macht Don Fry halt diesen Schlagwirbel und fertig, aus, Ende. Oh, jetzt geht's erst richtig los. Komm, dann machen wir aber eins noch, komm. Ja, aber eine, dann ist Schluss. Und immer wieder den ganzen Käse hier. Dan Henderson, oh, auch Wrestling und aus Amerika. Ja, man kann die auch beinahe kaum auseinanderhalten. Rundaugen sehen alle gleich aus. Dieser Zeigefinger. Hm? Das ist Grand Prix GP 2003. Kinder setzen, herhören, artig sein. Ja, komm. Links, rechts, oh, scheiße. Boah. Du kleiner. Oh. Scheiße. Nein. So, jetzt habe ich dich doch. Oh, oh, er kann einen Konter gegen meinen Schlagwirbel. Ja. Na gut, dann hauen wir ein paar Mal auf die Fresse. Der ist schon ein bisschen schwieriger. Zack, 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 zack. Sagt er und vermöbelt ihn. Jetzt macht's auch mehr Spaß. Ich weiß zwar immer noch nicht genau, was ich mache. Aber mit so ein bisschen Gegnern, die sich wehren und die kontern und so, ist es schon geiler. Also ich würde mal sagen, wer so MMA-Spiele mag, der soll es sich vielleicht mal ansehen. Vielleicht findet der mehr Zugang dazu. Vielleicht ist das für den was. All Skip. Aber ich muss sagen, ja. Ich, oder spiele ich das jetzt noch? Wie viele Kämpfe müsste ich denn machen? Nee, es sind mir zu viel.
Nee, nee. Okay, Freunde. Ich mache hier Schluss. Wie gesagt, ihr habt es mal gesehen. Ja, es ist nicht mein Spiel. Aber wie gesagt, wer vielleicht MMA-Fighter mag, der sollte sich mal anschauen. Alles klar, Freunde. Dann verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Und sage, wir hören und schreiben und lesen uns das nächste Mal. Video Gems. Alle anderen spielen Probe. Aisuru Kakutogi wa Nippon no Aikido.